Ja, guten Abend zusammen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Online-Vortrag hier heute Abend live aus dem Haus zur Wildnis. Mein Name ist Thomas Michler, ich arbeite in der Umweltbildung im Nationalpark Bayerischer Wald und das hier ist der letzte Vortrag in unserer wissenschaftlichen Vortragsreihe in diesem Winterhalbjahr 2020/21. Und vielleicht gleich zu Beginn ein Hinweis, wie auch bei den anderen Vorträgen, haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an den Vortrag Fragen zu stellen an unsere Referenten, und zwar über die Kommentarfunktion bei Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele davon auch Gebrauch machen und mit unseren Referenten anschließend ins Gespräch und in eine Diskussion kommen. Genau, und wir freuen uns ganz besonders auch, dass es heute Abend ein Vortrag aus dem Themenbereich der Umweltbildung ist. Und ich möchte ganz herzlich an der Stelle unsere beiden Referenten begrüßen. Das ist Arne Dittmar, er ist Professor an der Universität in Regensburg. Er leitet dort das Institut für Biologie-Didaktik. Und Ulrich Gebhardt war lange Jahre an der Universität Hamburg Professor am Institut für die Didaktik der Biowissenschaften, arbeitet heute an der Universität in Bielefeld. Und Arne Dittmar und Ulrich Gebhardt begleiten die Konzeption unserer Bildungsarbeit, Umweltbildungsarbeit im Nationalpark seit vielen Jahren. Sie haben sich ein Thema ausgesucht, was sich heute Abend auch direkt mit der Bildung, der Umweltbildung im Nationalpark beschäftigt. Der Titel Ihres Vortrages lautet Nachdenken über Mensch und Natur. Und die Rahmenbedingungen, unter denen wir diese Veranstaltung heute Abend durchführen, die provozieren sozusagen geradezu ein Nachdenken über Mensch und Natur. Wir stehen hier in einem weitestgehend menschenleeren Kinosaal im Haus zur Wildnis, abgedunkelt und ohne Fenster, sprechen hier in eine Kamera, während Sie zu Hause das Geschehen an Ihren Bildschirmen mitverfolgen. Und das ist natürlich eine Situation, da haben wir uns jetzt im Laufe des letzten Jahres schon ziemlich dran gewöhnt. Und seit einem Jahr hat sich der Anteil an unserem Leben, der im Internet und über Bildschirme stattfindet, der hat sich im Vergleich zu vorher noch weiter vergrößert. Und gleichzeitig beobachten wir nicht nur in den Nationalparken, sondern eigentlich in allen Naherholungsgebieten und Naturerholungsgebieten vorher noch nie dagewesenes Aufkommen an Besuchern, weil einfach viele Menschen das Bedürfnis nach Natur haben und nach Erholung in der Natur. Und umso spannender, umso aktueller und dringlicher erscheint mir die Fragestellung des heutigen Abends, nämlich welche Bedeutung, welchen Wert Natur für den Menschen haben kann. Und das ist ein Kerngedanke oder ein Leitgedanke auch unserer Umweltbildungsarbeit im Nationalpark, ist es nicht nur, Menschen über Natur zu informieren, die Natur zu erklären, für Natur zu begeistern, das machen wir auch und das ist auch wichtig, aber wir haben uns da auch in den letzten Jahren viel daran auch gearbeitet, wie wir im Rahmen unserer Bildungsarbeit auch mit Menschen ins Nachdenken kommen. Und zwar gemeinsam mit unseren Teilnehmern, was denn an der Natur wertvoll sein könnte für den Menschen und warum. Sozusagen eine Art Erkundungsreise, Entdeckungsreise auch zu den Gründen, zu den Wurzeln unserer Wertschätzung für Natur. Und zu diesem Ansatz haben uns Ulrich Gebhardt und Arne Dittmar schon vor einiger Zeit inspiriert und haben im Laufe der letzten Jahre uns auch dabei begleitet und unterstützt, wie wir diesen Ansatz umsetzen. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was uns die beiden heute Abend dazu erzählen werden, auch zu den wissenschaftlichen Gründen und Herleitungen dieses speziellen Bildungsansatzes. Und jetzt freue ich mich auf euren Vortrag. Vielen Dank, Thomas, für die ausführliche und punktgenaue Einleitung. Wir haben ja deshalb, weil diese Perspektive über Mensch und Natur nachzudenken auch ein Kernbestandteil eurer Bildungsarbeit ist, auch im Untertitel unseren Vortrag genannt, Perspektiven für die Bildungsarbeit im Nationalpark. Wir halten den Vortrag zusammen, Arne Dittmar und ich, also ich bin Ulrich Gebhardt, Arne Dittmar kommt gleich nach mir, aber es ist jetzt nicht so, dass ich erst eine halbe Stunde rede und dann Arne Dittmar, sondern wir wechseln uns so etwa alle 10 Minuten bis Viertelstunde ab und haben also etwa sechs Plots, die wir Ihnen vorstellen, immer unter dem Thema Nachdenken über Mensch und Natur und immer bezogen auf die Bildungsperspektiven. Ich werde anfangen mit dem Grundcredo der Bildungsarbeit im Nationalpark und nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen, dass es ein ganz wichtiger Ansatz ist, die Menschen hier Naturerfahrung
machen zu lassen. Dann wird Arne Dittmar das fortführen, was hat das eigentlich alles mit Bildung zu tun? Also die Erfahrung und die Bildungsdimension zusammendenken. Dann kommt ein drittes Kapitel, wo ich dann wieder darüber nachdenke, ist die Naturerfahrung, wirkt die von selbst oder bedarf es danach irgendwelcher Zusätze? Und da wird die zentrale These sein, die Naturerfahrung bedarf auch der Reflexion. In einem vierten Kapitel wird diese Reflexion fortgeführt, nämlich in so etwas wie Nachdenklichkeit und Diskussionskultur, auch in der Natur. Ein ganz wesentliches Anliegen der Nationalparke, also auch hier im Bayerischen Wald, ist, dass die Menschen, die hierher kommen, irgendwie auch mit den Themen Klima und Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sich entwickeln können. Das wird das fünfte Kapitel sein, das mache ich wieder. Und zum Schluss wird es dann wieder sehr in die Bildungsarbeit gehen, nämlich dass das einer spezifischen didaktischen Haltung und auch einer bestimmten Freizügigkeit bedarf, dass sowohl die Erfahrung als auch das Nachdenken eine Chance hat. Also, das war jetzt sozusagen der Überblick, dass Sie wissen, was Sie erwartet. Und ich komme jetzt zum ersten Kapitel, zu dieser Erfahrungsgrundlage. Und das erste Kapitel, wie Sie sehen, heißt Natur als Erfahrungsraum und Sinninstanz. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Naturbewusstseinsstudien, die das Bundesamt für Naturschutz, ich glaube jetzt schon zum 7. oder 8. Mal, durchführt. Also jedenfalls seit 12, 13 Jahren führen, werden die alle 2 Jahre durchgeführt. Und da werden die erwachsenen Deutschen danach befragt, was sie über Natur denken. Nicht, welche Einstellungen sie über Natur haben und auch nicht über Umwelt, sondern was sie über Natur denken. Und neben den sehr interessanten und auffälligen Befunden, die auch hier von Interesse sind, über Wildnis, über Klimawandel, über Gentechnik und so weiter und so weiter, hat sich gezeigt, dass die Deutschen die Natur zum einen als ganz wichtigen Erfahrungsraum schätzen und zum anderen als eine Art von Sinninstanz für sich verwenden. Über beides werde ich jetzt ein bisschen nachdenken. Also nach den Naturbewusstseinsstudien und das seit den letzten, ich glaube, 14 Jahren, ist Natur im Bewusstsein der Menschen sozusagen eine Metapher für ein gutes Leben und für Gerechtigkeit und für Glück. Und die dabei aufkommenden Bilder sind angenehm, ruhig, ausgleichend und fröhlich. Diese Bilder und Atmosphären, die sich im Bewusstsein der Menschen mit Natur verbinden, können zumindest dazu beitragen, das eigene Leben als ein sinnvolles zu interpretieren. Also ganz kurz, weil das eine ganz gute Gelegenheit ist, kann ich mal die neuesten Befunde zur Naturerfahrung der letzten Naturbewusstseinsstudie von 2019 kurz erzählen. 94% sagen, dass es sie glücklich mache, in der Natur zu sein. Also schon auch ein ganz starkes Argument, dass in den Nationalparken Naturerfahrungen ermöglicht werden. 2017 waren es 93, das habe ich mich eben gerade verguckt. Nur 12% sagen, dass sie sich nicht wohlfühlen in der Natur. Und auch etwas ganz Wichtiges für die Nationalparke ist ganz bemerkenswert, dass die Vorliebe für die wilde Natur gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen ist. 2015 fanden 54%, die Natur würde ihnen umso besser gefallen, je wilder sie ist. Das sagen jetzt 2019 75%. Frauen alles noch etwas mehr als Männer. Und etwas Ältere, die über 30-Jährigen, finden Natur auch besser als die Jüngeren. Das kennen wir ja aus der Jugendforschung. Insofern ist es sehr konsequent, dass, das ist die nächste, doch nicht, die kommt erst später, die Folie. Entschuldigung. Insofern ist der zentrale Gedanke der Bildungsarbeit, dass Naturerfahrungen ermöglicht werden, und dass durch äußere Naturerfahrung auf eine geradezu wundersame Weise die Menschen in ihrer körperlichen, seelischen und sozialen Verfasstheit, im Wohlbefinden, im Sinnbedürfnis, geradezu in der Gesundheit positiv berührt werden, dieser Gedanke ist eine romantische Idee. Romantische Idee im Sinne der zumindest deutschsprachigen Ideengeschichte.
dass also ein Leben, das durch die Natur bzw. das Naturschöne inspiriert ist, auch ein gutes Leben ist, ist sozusagen der zentrale Gedanke, wenn wir sagen Naturerfahrung, die Leute wollen hier zur Erholung kommen und die wollen hier eine Idee vom guten Leben haben. Und diese Idee ist keine Idee des Nationalparks Bayerischer Wald und keine Idee neuer Umweltpädagogik. Das ist ein Gedanke, der lange Zeit zurückreicht. Und ein Zitat lese ich Ihnen davon Immanuel Kant vor. Der hat nämlich eine verwandte Idee bereits in der Kritik der Urteilskraft geäußert, in der Naturästhetik, nämlich, Zitat Kant, dass ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu nehmen jederzeit ein Kennzeichen einer guten Seele sei. Also da steckt mehreres drin, also dass wir das gerne machen, dass wir da eine gute Seele kriegen, und da steckt gewissermaßen auch eine moralische Dimension drin, dass die Menschen gewissermaßen dadurch eine gute Seele bekommen. Und das hat dann ja möglicherweise auch etwas mit der Genese von moralischen Einstellungen gegenüber Natur zu tun. Also das Setzen auf Naturerfahrung, was ja ein Kennzeichen der Bildungsarbeit hier ist, auf das Naturschöne, auch auf die Verheißung der utopischen Momente von Natur, der Glaube geradezu an eine Veredelung des Menschen durch Naturnähe, ist das Programm der, zumindest hatte ich schon gesagt, deutschsprachigen Romantik. Wobei, und das muss man schon dazu sagen, die auch bedrohlichen Aspekte von Natur oft ausgeblendet sind. So ist es zumindest eine Bedingung dieser Romantisierung von Natur, dass man keine Angst mehr vor ihr hat. Die gesuchte Nähe zur Natur setzt gewissermaßen die Distanz zu ihr voraus. So ist es kein Zufall, dass diese positive symbolische Aufladung von Natur gewissermaßen eine Begleiterscheinung der Aufklärung gewesen ist. Eine Entwicklung, eine naturwissenschaftliche, technische Entwicklung, die eben gewährleistet, dass wir keine Angst mehr oder zumindest weniger Angst vor der Natur haben müssen. Vor allem die gezähmte Natur ist schön. So kann es durchaus als Privileg bezeichnet werden, dass sich die verstädterten Menschen der Moderne oder die urlaubsuchenden Menschen, die in den Nationalpark kommen, gewissermaßen es leisten können, die Natur unter diesen ästhetischen, symbolischen Aspekten, eben unter den Aspekten eines guten Lebens betrachten können. Man kann sagen, ich will das gute Leben doch mal wieder highlighten, man kann sagen, Menschen gehen in die Natur um des guten Lebens willens. Also auch das war eine Frage bei den Naturbewusstseinsstudien. Über 90% der Deutschen sagen, dass Naturerfahrung zu einem guten Leben dazugehören. Und das könnte man jetzt sozusagen fortführen, dass es sozusagen nicht nur zu einem guten Leben dazugehört, gute Werte, gute Beziehungen, gute Lebensstile, gute Konsumhaltung zu haben. Es gibt offenbar auch so etwas wie gute Orte, so habe ich das sozusagen hier auch aufgezeichnet, gute Orte, in denen wir in einer Art von Resonanz unser Leben als ein sinnvolles interpretieren können und gewissermaßen aufblühen können. Und möglicherweise passiert das ja auch hier im Nationalpark. Dieses gute Leben will ich jetzt nochmal, so heißt ja auch der Untertitel dieses Kapitels, einmal als Erfahrungsraum und einmal als Sinninstanz. Der Erfahrungsraum hat sehr viel mit Wohlbefinden und mit Gesundheit zu tun. Und es gibt inzwischen Tausende von Befunden, dass und wie Naturerfahrungen etwas mit unserem Wohlbefinden und Gesundheit zu tun haben. Es gibt sogar inzwischen schon die Befürchtung, dass eine Entfremdung von Natur sich negativ auswirkt, also krank macht, und bei Kindern wird vom sogenannten Nature-Defizit-Syndrom gesprochen. Ich würde eher die umgekehrte Logik verfolgen, nämlich dass das Angebot und die Möglichkeit von Naturerfahrung gewissermaßen eine Prävention für Gesundheit und Wohlbefinden sein kann. Naturräume mit Wiesen und Feldern, Bäumen und Wäldern haben eine belebende Wirkung und bewirken auch eine Erholung von geistiger Müdigkeit und Stress. Diese Zusammenhänge von Naturerfahrung und Gesundheit
werden häufig mit biologischen, mit evolutionären Annahmen in Verbindung gemacht, wonach eine Bevorzugung von naturnahen Umwelten vor allem mit biologisch fundierten Dispositionen aus der Frühgeschichte der Menschheit zusammenhängen. Ganz wichtig oder ganz häufig genannt wird da die sogenannte Biophilie-Hypothese des Evolutionsbiologen Wilson, wonach es gewissermaßen ein genetisch angeborenes Disposition gibt, sozusagen positive Naturerfahrungen machen zu wollen und sich mit schöner, friedlicher Natur zu umgeben. Ableger von dieser Biophilie-Hypothese ist die sogenannte Savannentheorie, dass Menschen solche Umwelten bevorzugen, die gewissermaßen der Umgebung des Frühmenschen entspricht. Das ist die afrikanische Savanne, deshalb Savannentheorie, und die hat dann nach dieser Theorie zwei Elemente. Einmal kann man sich zurückziehen, sich verstecken, also so kleine Baumgruppen und Gebüsch. Und außerdem gilt es dann als schön, Explorationsanreize zu haben, also in die Ferne gucken zu können. Das wird dann in diesen Theorien biologisch, evolutionsbiologisch differenziert, und viele empirische Befunde oder viele empirische Untersuchungen gründen auf dieser Savannentheorie oder Biophilie-Hypothese. Eine etwas andere Theorie ist die sogenannte Attention Restoration Theory von Kaplan, die besagt, dass Naturerfahrungen es ermöglichen, dass wir verbrauchte Aufmerksamkeitskapazität zurückgewinnen. Also wenn Sie jetzt hier anderthalb Stunden zuhören oder noch länger, irgendwann kann man nicht mehr zuhören, dann wird die Aufmerksamkeitskapazität verbraucht, und die lässt sich restaurieren durch Naturerfahrung. Interessant ist dabei auch noch, dass natürlich Naturerfahrungen auch Aufmerksamkeit beanspruchen, aber die strengt zumindest mental nicht an. Also wir können den ganzen Tag wandern, haben vielleicht Muskelkater, aber im Kopf sind wir frei und sind entspannt. Ich erzähle Ihnen jetzt mal zu dem Thema Gesundheit eine Reihe von, sagen wir mal, Symptomen, wonach es empirische Befunde gibt, die durch Naturerfahrungen in Anführungsstrichen geheilt werden können. Und das sind jetzt nur Überschriften, und hinter jeder Überschrift verbergen sich eine Reihe von Studien. Also bei der körperlichen Gesundheit gibt es Befunde zu Herzkrankheiten, Diabetes, Rückenbeschwerden, Übergewicht, Blutdruck, motorische Entwicklung und so weiter. Das kann natürlich auch was mit der Bewegung zu tun haben. Aber es gibt Befunde darüber, dass das im Wald noch besser geht als im Fitnessstudio. Studio heißt ja Studio. Die meisten Untersuchungen gibt es zur seelischen Gesundheit. Anti-Stress-Faktor von Natur, 100-fach belegt, dass der Stresslevel bei Naturerfahrungen sinkt. Kognitive Entwicklung, Konzentration, sagenhafte Befunde. Also bereits nach 10 Minuten Waldspaziergang steigt die Konzentrationsfähigkeit. Das kann man ja so psychologisch alles messen. Interessanterweise auch, will man gar nicht hören, wenn man nur einen Film von einem Wald sieht. Also auch die Digitalisierung wäre da möglicherweise auch eine Möglichkeit. Positive Gefühle werden induziert. Also Natur wirkt gewissermaßen unabhängig von allem Nachdenken als eine Art von Stimmungsaufheller. Selbstwertgefühl steigt. Es gibt auch sehr viele Befunde zur Symptomminderung bei chronischen Aufmerksamkeitsstörungen. Also das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Das war jetzt Natur als Erfahrungsraum. Natur als Sinninstanz finde ich auch ist aus meiner Sicht auch eine sehr wichtige Dimension. Im Grunde ist das im Kern der Gedanke, dass die Natur oder dass die Naturerfahrung oder die Erfahrung des Naturschönen eine wesentliche Bedingung zum Gelingen eines guten Lebens ist. Also nochmal über 90% durchgängig die letzten Befragungen der Deutschen sagen, dass Natur zu einem guten Leben dazugehört. Die Natur stellt sozusagen jetzt bei dieser Sinndimension betrachtet einen Symbolvorrat dar, der uns als Menschen für Selbst- und Weltdeutung zur Verfügung steht. Diese symbolische Dimension unserer Naturbeziehung ist für uns Menschen als Animal Symbolicum nicht unbedeutend, ist es doch gerade der symbolische Weltzugang, der es uns gestattet, unser Leben als ein sinnvolles zu interpretieren. Sowohl in der philosophischen Symboltheorie als auch in der empirischen Psychotherapieforschung
wird angenommen, dass Symbole die Funktion haben, Sinnstrukturen zu konstituieren. Danach gibt es einen Zusammenhang von seelischer Gesundheit und dem Reichtum an symbolischen Bildern. In dem Zusammenhang ist auch noch der Hinweis wichtig, dass im Verhältnis zur äußeren Natur bei unseren Naturerfahrungen auch das Verhältnis zu uns selbst sichtbar wird. Immer wenn wir Naturerfahrungen machen, machen wir auch Selbsterfahrungen, weil die Naturerfahrungen, die wir mit der äußeren Natur machen, auch Erfahrungen mit uns selbst sind. Also die Naturerfahrungen werden gewissermaßen zum Symbol, zu einem Merkzeichen, zu unserer Beziehung zu uns selbst. Der bekannte romantische Maler Caspar David Friedrich hat das sehr schön formuliert. Er hat ja sehr viele Landschafts- und Naturbilder gemalt. Und da hat er mal sich geäußert, was Natur für ihn bedeutet. Und er hat gesagt, sie sei eine Membran subjektiver Erfahrung und Leiden. Und damit ist im Kern genau diese symbolische Ebene gemeint. Weil wir gerade im Bayerischen Wald sind und weil es ja auch um die Bildungsarbeit im Bayerischen Wald geht, ganz kurz ein paar symbolische Anklänge zum Thema Wald. Also wir wissen, dass der Wald überwiegend positiv symbolisch aufgeladen wird, in Begriff von Natürlichkeit. Viele ethnologische, ethnografische Untersuchungen zeigen, dass das jetzt nicht nur daran liegt, dass hier so viel Sauerstoff ist und so alles so schön grün ist, sondern vor allem auch wegen seines ideologisch-symbolischen Gehalts. Der Wald wird zum Symbol für Ruhe, Freiheit, Schönheit, Lebendigkeit, Entspannung, Entlastung, Zufriedenheit, aber natürlich nicht nur positiv. Es gibt auch Rotkäppchen, man kann im Wald auch Angst haben. Insofern sind die Symbolisierungen, die im Wald möglich sind, auch ausgesprochen ambivalent. Und diese ambivalenten Bedeutung von Wald und Baum machen sie geradezu für eine symbolische und psychodynamische Verwendung in besonderer Weise geeignet, weil widersprüchliche psychische Zustände einen symbolischen Anker finden können. Natur eignet sich offenbar dazu, innere Seelenzustände in äußeren Gegenständen zu symbolisieren. Und das gilt zum Teil auch umgekehrt. Das Erleben von äußerer Natur, von äußerer heiler Natur kann eben auch heilsam für die innere Natur sein. Eine solche Umwelt hat zudem den Vorteil, dass sie relativ unerschöpflich ist und damit immer wieder zum Symbol eines guten, eines geglückten Lebens werden kann. Also damit haben wir jetzt einige Argumente zusammengestellt, weshalb es eine gute Idee ist, im Nationalpark Bayerischer Wald in der Bildungsarbeit die Naturerfahrung gewissermaßen zentral zu setzen. Entsprechend steht auch im Bildungsplan, im relativ neuen Bildungsplan der Bildungsarbeit des Nationalparks Bayerischer Wald, der neu geschrieben wurde vor dem Hintergrund der Erfahrung, eines Evaluationsprojekts, was Arne Dittmar und ich zusammen hier durchgeführt haben. Und das will ich mal ganz kurz zitieren. Also die Bildungsarbeit im Nationalpark Bayerischer Wald ermöglicht Naturerfahrung. Es geht nachher noch weiter, deshalb sind da jetzt erstmal nur Punkte. Umweltbildung im Nationalpark begünstigt originäre Naturerfahrungen. Der Nationalpark bietet mit seiner natürlichen Walddynamik Möglichkeiten für einzigartige Naturerlebnisse, die in dieser Form außerhalb des Parks nicht möglich sind. Der Großteil der Bildungsangebote findet deshalb in freier Natur statt und das ist auch gut so. Wir haben das natürlich auch zum Gegenstand der Evaluation gemacht und konnten feststellen, dass das nicht nur sozusagen eine Sonntagsrede des Bildungsplans ist, sondern dass das auch so ist. Also wir haben ja sehr viele Führungen begleitet und haben festgestellt, Naturerfahrungen sind in der Tat der zentrale Hebel, also die Waldführer und die Ranger machen das so. Und die Leute finden das auch gut. Also wir haben dann auch sozusagen das Publikum gefragt, Kinder wie Erwachsene, und bei so einem Item, ganz besonders gut finde ich die Natur auch frei, darauf kommen wir noch, zu erleben, das finden über 80% und 90% gut. Also diese Möglichkeit, freie, bedeutungsvolle, sinnhafte Naturerfahrung zu machen, finden bei allen Befragungen über 80% der Leute gut. Und wir haben auch eine Vorher-Nachher-Untersuchung gemacht. Und dabei wird deutlich, dieses Gutfinden von den freizügigen Naturerfahrungen steigert sich durch die Bildungsangebote noch weiter.
Also nach den Bildungsangeboten finden die das gewissermaßen noch besser. Ganz wichtig ist, dass auch ein Bildungsplan so kodifiziert, dass das Naturerfahrungen sind, die wirklich freizügig organisiert sind. Also da wird jetzt nicht gesagt, jetzt könnt ihr mal 2 Minuten mal vom Weg abgehen, sondern die Bildungsangebote sind so organisiert, dass wirklich freizügige Naturerfahrungen stattfinden können, aus der Erkenntnis heraus, dass die was Unverfügbares haben. Dass man wahrhaftige Naturerfahrungen, die auch etwas mit dem Sinnverlangen zu tun haben, nicht herstellen kann, sondern dass die etwas Unverfügbares haben. Und das ist ein gutes Stichwort, überzuleiten zum nächsten Kapitel, zum Bildungskapitel. Das Thema Unverfügbarkeit ist da, glaube ich, auch wichtig. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen, weil ich bedingt durch die aktuelle Situation viel Grad in der Großstadt sein muss und auch den Tag heute hier im Nationalpark sehr genossen habe und da mich auch für diese Einladung bedanken möchte. Jetzt haben wir quasi eine Beschreibung einer Ausgangslage und wir haben schon einige Thesen, die damit auch im Raum stehen, dass Bildungsarbeit, Bildungsangebote, naturbezogene Bildungsangebote Freizügigkeit brauchen, dass Natur etwas ist, was auf uns Menschen wirkt und wir werden diese These oder diese Behauptung, dass Freizügigkeit ein bedingendes Element ist der pädagogischen Arbeit im Nationalpark, im Naturschutzkontexten, die werden wir auch im Laufe des Vortrags weiter ausarbeiten. Was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen auf diesen Bildungsbegriff selber einzugehen, denn der ist ja recht prominent, wenn man sagt, es geht jetzt um Bildungsperspektiven, um Bildungsarbeit. Und wir alle verstehen dieses Wort. Das hat dieses Wort so einfach an sich, dass, also wenn ich in meinem Kontext an der Universität sage, Bildung ist wichtig oder die Bildungsdefizite sind problematisch oder dies ist ja ein gebildeter Mensch, dass wir alle eine Idee davon haben, was damit gemeint ist. Die Frage ist, ob wir dieselbe Idee davon haben und wenn man sich mit Bildung beschäftigt, mit diesem Konzept, dann sieht man, dass es ein sehr schillernder Begriff ist, den man mit sehr verschiedenen, wenn man so will, Attributen versehen kann. In unserem Alltag, und da beginne ich mal, in unserem alltagssprachlichen Verständnis von Bildung, da würde man vielleicht nicht hier im Nationalpark, nicht in unseren Kontexten, weil wenn man so gemeinhin von Bildung spricht, sagen, ein gebildeter Mensch, das ist doch die Person, die eben vielleicht viel an Kultur teilnimmt, in Theater geht, dort auch viel kennt über die Dichter und Denker und die Kultur, die dahinter steckt und vielleicht auch die Kulturtechniken beherrscht. Das ist erstmal etwas, was man jetzt im Kontext auch jetzt von schulischer, außerschulischer Bildungsarbeit vielleicht in den Sinn bekommt oder eben auch im Alltäglichen, wenn wir von Bildung reden. Gut, gehen wir auf die Ebene der Bildungsforschung, wo wir schon wissen, da geht es jetzt nicht um Attribute, sondern da geht es auch wirklich um Kompetenzen, die wir vielleicht erwerben. Und gehen wir jetzt auch in diesen Kontext hinein, in den wir uns bewegen, kann man sagen, Bildung dann bedeutet dann dort vielleicht auch Kenntnis zu haben, ja, über die heimische Flora und Fauna. Kenntnis vielleicht zu haben auch über die Art und Weise, wie wir dort Erkenntnisse gewinnen, also wie auch im Nationalpark geforscht wird und auch vielleicht Kenntnis darüber zu haben, was eigentlich die Motive sind dafür, dass Nationalparks etabliert werden, Naturschutzzonen eingerichtet werden, dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt, wie wir mit Natur umgehen. Die Frage, die ich interessant finde, ist eben die Frage, was genau meinen wir damit? Meinen wir damit, dass wir lernen, Wissen aneignen, dass das so quasi dahinter steckt, wenn wir vielleicht hier von einer besonderen Form von naturwissenschaftlicher oder biologisch-ökologischer Bildung reden oder Nachhaltigkeitsbildung. Und dafür lohnt es sich, diesen Begriff zu wenden und vielleicht auch ein bisschen aus einer Perspektive zu betrachten, die eher typisch ist für einen erziehungswissenschaftlichen, pädagogischen Zugang und zu schauen, also was genau versteckt sich oder steckt in diesem Begriff der Bildung. Was ich gern mache, ist immer zu fragen, was unterscheidet eigentlich, also oder andersrum gefragt, was sind Bildung und Lernen identisch? Meinen wir damit eigentlich selbes? Ist es quasi nur ein Synonym oder können wir sagen, da gibt es Unterschiede? Und es gibt Unterschiede, ich werde jetzt keine langen Ausführungen machen über den Unterschied zwischen einer Lerntheorie und einer Bildungstheorie. Und ich mache das jetzt so, dass ich auf Arbeiten zurückgreife von Harald Gruppengießer, der sich mit Metaphern zum Thema Lernen beschäftigt hat. Denn ja, also Bildung ist mit Lernen verknüpft, wir eignen uns Wissen an. Und wenn ich da mal einsteige und sage, okay, wenn Lernen eine Rolle spielt, dann kann man schon mal festhalten, dass ein bestimmtes Bild von Lernen in unseren Kontexten
nicht prägend ist. Ein Bild, was eher so etwas mit Transport zu tun hat, Wissenstransport. Wissen ist ja eine Gabe, die Lehrenden sind die Gebenden, die Lernenden sind die Nebenden. Das ist so ein bisschen so ein Bild, was ein bisschen ketzerisch mit dem Nürnberger Trichter in Verbindung steht. Ja? Also Vorstellung davon, dass das, was ich erzähle, eben auch genauso bei meinen Adressaten herankommt und ich nächste Woche dann wirklich abprüfen kann, ob es genauso angekommen ist. Und wenn wir jetzt in den Bereich der Pädagogik, Didaktik schauen, dann haben wir dort eher andere Konzepte von Lernen, wo die Metapher, wenn man das in dieser Form ausdrückt, eher die Reise ist. Der Lernende ist hier jemand, der sich auseinandersetzt mit den Inhalten des Nationalparks, mit der Flora und Fauna, mit den ökologischen Zusammenhängen oder auch mit den Begründungen von Nationalparkarbeit und Naturschutz. Die Lehrenden sind hier die Reisebegleiter. Und wenn ich auf einer Reise bin, mit meinen hier die Pauschalangebote, dann wissen wir alle, dass manchmal nicht so klar ist, wo genau, an welchen Stellen man vielleicht bleibt, wo man sich aufhält, an welchen Stellen man einsetzt und was das Produkt am Ende ist. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass wenn wir sagen, Lernen ist ein Bestandteil von Bildung, da muss man sich vor Augen führen, dass wir einfach auch eine gewisse Offenheit brauchen, wie wir dort die Lernenden begleiten. Nun heißt es aber Bildungsarbeit und Bildungsperspektiven. Und was, wenn wir jetzt verschiedene Konzepte von Bildung uns anschauen, ein Abgrenzungsmerkmal ist, dass Bildung ein normatives Konstrukt ist. Bildung, da geht es um den Erwerb von Einstellungen. Und der Erziehungswissenschaftler Henning Köstler beschreibt es so, es geht dort um den Erwerb moralisch erwünschter Einstellungen durch die Vermittlung und Aneignung von Wissen derart, dass Menschen im Bezugssystem ihrer geschichtlich-gesellschaftlichen Welt wählend, wertend und Stellung nehmend ihren Standort definieren, Persönlichkeitsprofil bekommen und Lebens- und Handlungsorientierung gewinnen. Man kann auch sagen, Bildung bewirkt Identität. Das sind starke Worte und vielleicht sind das auch Worte, die zu sehr adressieren, dass man bei Bildung, oder die Frage stellen, was sind die moralisch gewünschten Einstellungen hier. Wir, glaube ich, wenn man sich mit Nachhaltigkeitsbildung beschäftigt, mit ökologischer Bildung, haben da vielleicht unsere intuitiven Antworten, was wir vielleicht wollen, wenn wir im Kontext des Nationalparks Bildungsarbeit betreiben. Mit Blick auf verschiedene Konzeptionen von Bildung kann man feststellen, es ist das Merkmal der Persönlichkeitsentwicklung, was hier auffällt, dass wir Menschen stark machen wollen, eben bei großen gesellschaftlichen Problemlagen mitreden zu können und das eben verbunden mit gesellschaftlicher Teilhabe. Das sind zwei Merkmale, wo ich eben bei einem Lernbegriff hinausgehe und bei dem Bildungsbegriff eben auch und bei der naturbezogenen Bildungsarbeit fragen kann, welche Inhalte, Eigenschaften oder Themen der Nationalparkarbeiten sind hier relevant für Aspekte von Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch gesellschaftlicher Teilhabe. Ich habe eine andere Aufzählung hier noch mit, eine Auflistung von Wolfgang Klafki, der das ein sehr prominenter Bildungstheoretiker und Didaktiker, der sagt, bei Bildung geht es um Selbstbestimmung, Mitbestimmung. Das sind Varianten von Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsstarkmachen und gesellschaftlicher Teilhabe. Und er sagt, es geht um Solidarität, weil mit Selbstbestimmung und Mitbestimmung kann ich auch in die Lage kommen, andere zu überstimmen, um mich vielleicht verstärkt einzubringen. Aber Bildung in demokratisch verfassten Gesellschaften, da geht es auch mit die mit zu berücksichtigen, die vielleicht eben keine Stimme erheben können, die sich nicht einbringen können. Im Kontext der Nationalparkarbeit, der naturpädagogischen Arbeit kann man sagen, Solidarität, da gucken wir auf die Entwicklung der Umweltethik, Naturethik, die haben wir vielleicht oder entwickeln wir auch oder fordern sie auch gegenüber nichtmenschlichen Lebewesen, Ökosystemen, Naturräumen. Das als eine Gedankenfigur zu sagen, also wenn Bildung ein normatives Konstrukt ist, wo es darum geht, dass wir Menschen teilhaben lassen und dass wir quasi uns auch kümmern um die sich gekümmert werden muss, dann ist das so eine Idee davon, was das Ziel ganz gut beschreibt, wo wir mit über Lernen hinausgehen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einen Bildungsansatz kurz präsentieren, der für uns maßgebend ist, der es ein weniger, etwas neutraler noch beschreibt und da etwas weiter davon zurückgeht, zu sagen, dass wir quasi moralisieren wollen, weil das darf nicht Bildung bedeuten, und möchte hier ein sogenanntes transformatives Verständnis von Bildung vorstellen. Und das passt sehr gut zu dem, was Ulrich Gebhardt einfach gesagt hat, dass Natur auf uns wirkt, dass vielleicht Erfahrungen in Natur etwas mit uns machen und dass wir vielleicht, wenn wir uns in Natur aufhalten, Erfahrungen machen, nach längeren Reisen, Aufenthalten, ein anderes Verhältnis haben zur Welt, zur Natur und damit auch zu uns, wie wir uns selbst zur Welt positionieren. Hans-Christoph Koller, ein Erziehungswissenschaftler,
der mit diesem Begriff arbeitet, der beschreibt es so: Bei Bildung ist es ein Prozess grundlegender Transformationen der Art und Weise, in der Menschen sich zur Welt und zu sich selbst verhalten. Dabei ist davon auszugehen, dass Bildung im Sinne solcher Transformationen sich immer dann vollzieht oder besser vollziehen kann, und dieses kann wird noch ganz wichtig in diesem Vortrag, wenn Menschen Erfahrungen machen, zu deren Bewältigung ihre bisherigen Mittel und Möglichkeiten nicht ausreichen. Und das ist dieser Punkt, da wird der Bildungsbegriff herangerückt an den Begriff der Krise der Irritation. Denn was sind das denn für Momente, dass ich anfange, mich zu fragen, wie sehe ich mich selbst, wie positioniere ich mich zur Welt, wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Und wenn wir vorhin schon hatten, dass Natur diese Wirkung haben kann, als ein Raum der Sinninstanz, als Erfahrungsraum, als ein Ort des guten Lebens, wo ich in solch ein Nachdenken komme, dann gibt es hier eine große Nähe zu dieser Art von, ja, zu diesem Bildungsverständnis, was einen herausfordert, verstärkt über sich und sein Verhältnis zur Welt und Natur nachzudenken. Wenn man es wieder global sieht, dann sind wir mittendrin in großen Krisen, in großen sogenannten, wie das Klaff genannt, epochaltypischen Schlüsselproblemen, die uns herausfordern und wo wir vielleicht gerade auch in aktuellen Zeiten viele vielleicht nachvollziehen können, was mit diesem Bildungsbegriff gemeint ist. Wenn wir das Thema Klimawandel haben, Biodiversitätsverlust, verstärkten Wiederkehrendes von Rassismus, Nationalismus oder eben auch ganz aktuell Pandemien. Das sind so die großen Themen, die dazu führen können, dass Menschen beginnen, sich neu zu verorten, neu zu positionieren. Im Kontext des Nationalparks, da haben wir diese Themen, wenn man so will, als Rahmungen, weil es sind die kleineren Momente, die kleineren Irritationen und auch Irritationen oder Konfrontationen mit Natur, mit sich selbst, wo man ins Nachdenken kommt. Krisenhafte Erlebnisse können hier sein, dass typische Handlungsroutinen unterbrochen werden, dass vertraute Sichtweisen sich ändern. Der Punkt ist jetzt haben wir quasi eine Ausgangslage, welche Wirkung Natur auf einen haben kann, dass Natur zu einem Ort der symbolischen Aufladung werden kann, zu einem Raum, wo man Erfahrungen macht, ein Ort für Sinnzuschreibungen. Und wir haben einen Bildungsansatz, der sagt, genau darauf ziehen wir ab. Das möchten wir eigentlich erreichen, dass wir quasi Menschen auch in Situationen bringen, wo sie die Chance haben, über sich und Welt und Natur neu zu reflektieren. Und dies bedarf der Reflexion. Also wenn wir also Bildungsprozesse initiieren wollen, reicht es nicht, das hat Arne Dittmar gerade ausgeführt, einfach nur was über Artenkenntnis und Biodiversität und Klimawandel und Totholz wissensmäßig mitzuteilen, sondern, das war dein letztes Wort, es bedarf der Reflexion. Trotzdem ist es natürlich so, dass unsere Beziehung zur Natur, unsere Verbundenheit mit der Natur eher von positiven Erlebnissen und von Intuitionen geprägt ist. Und wir wissen auch, dass Wissen allein kein Prädiktor für umweltschädliche Einstellungen oder gar Verhaltensweisen ist. Natürlich braucht man auch Wissen dazu, das würde ich überhaupt nicht bezweifeln. Und vor allem geht es um die Notwendigkeit der Reflexion. Darum geht es jetzt im Folgenden. Und jetzt habe ich aus dem Bildungsplan zu Ende formuliert. Bildungsarbeit im Nationalpark Bayerischer Wald ermöglicht Naturerfahrung und nutzt diese, um ein Nachdenken über Natur anzuregen. Da kann man natürlich drüber nachdenken, wären die Naturerfahrungen damit nicht irgendwie rational gewissermaßen verflacht und das intuitive, schöne Erlebnis geht damit gewissermaßen möglicherweise kaputt. Und unsere gemeinsame These ist, die Reflexion, wenn sie richtig eingefädelt wird oder wenn es die richtigen Rahmenbedingungen hat, vertieft geradezu die Naturbeziehung. Es ist gewissermaßen vernünftig, bei Naturerlebnissen und überhaupt in der Naturdebatte die erlebnisbezogene und intuitive Ebene wieder salonfähig zu machen, allerdings reflektiert. Im Anschluss insbesondere an Hate gehen wir davon aus, dass Naturerfahrungen, Naturerlebnisse vor allem und primär unsere Intuition und erst im zweiten Schritt und nachträglich die Reflexion und das Nachdenken beeinflussen, damit
unsere Erfahrungen allerdings uns in unserer Persönlichkeit auch berühren, letztlich handlungswirksam werden, bedürfen die Erlebnisse und die Intuitionen der Reflexion. Der intuitiv-emotionale und wohl auch ästhetische Zugang zur Natur wird allerdings bei der Aufklärung über Natur- und Umweltschutz oft nur wenig bedient, was vielleicht eine der zentralen Ursachen für das Kommunikations- und Akzeptanzproblem des Naturschutzes sein könnte. Naturerfahrung und die dabei aktualisierten Naturbilder und Symbole, ich habe da im ersten Kapitel drüber gesprochen, haben also in der Tat eine Funktion im Hinblick auf unser Naturverhältnis und möglicherweise auch im Hinblick auf unser Naturbewusstsein. Der Ansatz der Alltagsfantasien akzentuiert in diesem Kontext die Bedeutung der Reflexion, der intuitiven Vorstellung. Dieser Ansatz der Alltagsfantasien sagt, jeder Gegenstand, Bäume im Nationalpark, Wolf, Luchs, Klimakatastrophe, Pandemie, du hast schon Beispiele gesagt, aktualisiert sozusagen nicht nur rationales Wissen, sondern auch mannigfache Intuitionen und Symbolisierung. Und die sind sehr, sehr subjektiv. Und in diesem Ansatz wird dann davon ausgegangen, dass Reflexion bedeutet, die objektivierenden Kenntnisse über Waldsterben und über Photosynthese und über Wolf und Luchs, die Beispiele, die ich gerade gesagt habe, die natürlich weiter wichtig bleiben, die gewissermaßen zweisprachig in ein Verhältnis zu den subjektivierenden Narrationen, Symbolisierungen, Intuitionen zu setzen. Man geht davon in diesem Modell davon aus, dass die Menschen sowohl ein objektivierendes Verhältnis zu den Gegenständen der Welt haben, als auch ein subjektivierendes Verhältnis zur Welt haben. Und Reflexion, sinnhafte Reflexion, bedeutet gewissermaßen die subjektivierenden, oftmals irrationalen Denkweisen mit den objektivierenden auf einen Tisch zu legen. Wir haben hier, glaube ich, vor 2 Jahren, fällt mir gerade ein, mal einen Vortrag über Wohlleben gehalten und das ist genau ein gutes Beispiel dafür. Also der Stilmittel von Wohlleben ist ja, das Leben der Bäume symbolisch anthropomorph darzustellen. Und ein Problem ist, wenn man nur das macht, wenn man bei dieser symbolischen Ebene stehen bleibt und sinnhafte Reflexion bedeutet, objektivierende Kenntnisse über Bäume und subjektivierende gewissermaßen auf einen Tisch zu legen. Und das Modell mit Subjektivierung und Objektivierung steht hier auf der Folie. Im Hinblick auf Umweltbildungsprozesse, und darum geht es ja hier auch bei der Bildungsarbeit, ist dabei aus unserer Sicht die zentrale These, dass ein Wandel der Naturbeziehungen inklusive entsprechender Handlungsbereitschaften dann eine Chance haben, wenn die erlebnisbezogenen intuitiven Bilder und Fantasien zu Natur einerseits und die ökologischen, politischen, kulturellen und so weiter Argumente andererseits gewissermaßen auf einen Tisch gelegt werden. Das heißt, wenn wir forstwissenschaftlich-biologisch orientierte Führung mit kulturellen, mit emotionalen, mit symbolischen Ebenen in Reflexionsphasen verbinden. Das ist die zentrale Idee eines Projektes, was wir zusammen mit dem Bayerischen Wald gerade im Bundesprogramm Biologische Vielfalt stellen, wo nämlich in den Nationalparken in die Führung Reflexionsphasen integriert werden sollen, um genau diese Zweisprachigkeit im Hinblick auf eine Vertiefung des Naturbewusstseins zu ermöglichen. Das hat der Bayerische Wald insofern, das kann man ja ruhig sagen, weil wir auch im Bayerischen Wald sind, die Bildungsarbeit im Bayerischen Wald ist da geradezu ein Vorreiter. Nach der Evaluation, die wir vor 5, 6 Jahren gemacht haben, deren Ergebnisse ich gleich noch vorstelle, hat sich hier die Bildungsabteilung überlegt, genau solche reflexiven Phasen wollen wir in unser Bildungsprogramm einbauen und sie sind da auch schon ziemlich weit und werden jetzt, wenn man so will, gewissermaßen zum Vorbild auch für andere Nationalparke. In dieses Projekt beim Bundesprogramm Biologische Vielfalt wird noch der Nationalpark Schwarzwald, Hainichen und Wattenmeer mit einbezogen und dann geht es natürlich weiter. Theoretisch gründet diese Notwendigkeit der Reflexion in dem Ansatz des
Erfahrungslernst. Das will ich Ihnen jetzt noch kurz skizzieren. Gemäß der Erfahrungstheorie von John Dewey, ein bekannter Philosoph und Erziehungswissenschaftler aus den USA, gehört die Reflexion ganz notwendig zur Erfahrung dazu. Also Dewey beschreibt den Beginn eines Erfahrungsprozesses als ein krisenhaftes Geschehen. Haben wir auch gerade innerhalb der Bildungstheorie gehört, dass zu wahrhaftigen Bildungsprozessen auch eine Berührung und eine Irritation und eine krisenhafte Berührung der Subjekte dazugehört. Also Dewey beschreibt dann den Beginn der Erfahrung als ein krisenhaftes Geschehen, das uns irgendwie aus der Zeit und Kontinuität herausrückt. Und eine solche Situation enthält, wenn man will, eine Fremdheitszumutung, einen Moment des Widerfahrenes, in das wir auch bei Naturerfahrungen kommen können. Also bei Naturerfahrungen ist das zum Beispiel, eignet sich dafür sehr gut. Natur ist oft nicht kontrollierbar, es gibt Witterungsbedingungen, es gibt Wölfe und es gibt Insekten, wo sich viele vor sozusagen vielleicht ängstigen. Also Widerfahrnisse sind bei Naturerfahrungen durchaus möglich, bei Jugendlichen übrigens auch. Also die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen über die Naturbeziehungen bei Jugendlichen sprechen ja besonders häufig von einer Naturferne oder geradezu einer Naturentfremdung. Auch das kann irritierend bei Naturerfahrungen sein. Die zweite Phase bei Dewey ist die emotionale Involviertheit. Natürlich können wir nur Erfahrungen machen, wenn wir von etwas emotional, wenn wir uns darauf überhaupt einlassen, wenn wir berührt werden. Und das kann dann sowohl positiv als auch negativ sein. Und im Kontext dieses Erfahrungslernens bedeutet, dass diese Emotion, dass diese Involviertheit willkommen geheißen werden, auch die widersprüchlichen willkommen geheißen werden, weil sie sind ein Motor von Lern- und Bildungsprozessen. Die dritte Phase ist die Öffnung eines Vorstellungs- und Fantasieraums. Das berührt jetzt die symbolische Ebene, die ich vorhin schon kurz skizziert habe. Also die Öffnung eines Vorstellungs- und Fantasieraums ist der entscheidende Schritt für die Produktivität der Erfahrung. Dieser Schritt führt dann nämlich über die Irritation hinaus und macht verstehbar, warum man sich dem Anspruch von Erfahrung überhaupt aussetzt. Es findet dann eine intensive Austauschbewegung zwischen Ich und Welt und Ich und Bildungsobjekt da und die dabei verbundenen Konstruktionen und Bedeutungskonfigurationen sind dann das Werk der Arbeit mit inneren Bildern. Und in Naturräume bieten eine Vielzahl von Formen, Materialien, Farben, die Fantasien und die Symbolisierung anregen. Ich habe das ja vorhin für den Wald nur ganz kurz zusammengefasst. Dass solche Austauschprozesse zwischen Innen und Außen stattfinden, also das können wir jetzt hier natürlich nicht ausführlich darlegen, haben wir in unseren empirischen Untersuchungen sehr gefunden, wie sich da Ich und Sache, Ich und Welt vermengen. Ein kurzes Zitat will ich Ihnen vorlesen, im Bayerischen Wald aufgenommen. Ich merke gerade, das spiegelt mich wieder, sagt ein 14-jähriges Mädchen von ihren Naturerfahrungen, weil im Wald war ich auch ein bisschen wie ein kleines Kind, weil ich habe so einen Käfer gesehen. Ich habe noch nie so einen Käfer, diese Farben, ich habe das noch nie gesehen. Das spiegelt mich irgendwie wieder. Also dieses Spiegeln und diese Korrespondenz zwischen Innen und Außen in diesem Fantasieraum ist ein Phänomen, was es gibt, dem aber Raum gegeben werden muss. Und die letzte Phase, und das passt jetzt zu dem Reflexionsthema dieses Kapitels, und das gehört mir zu der zentralen These von John Dewey, dass Erfahrungen der Reflexion bedürfen. Erst ein Erlebnis, der unterscheidet dann zwischen Erlebnis und Erfahrung, erst ein Erlebnis, das was zum Gegenstand expliziter und sprachlicher Reflexion gemacht wurde, kann zu einer Erfahrung werden, die uns in unserer Persönlichkeit berührt. Erst durch die Reflexion wird das Erlebnis zur Erfahrung. Natürlich können wir auch etwas leben, ohne das sozusagen in Sprache zu fassen, aber das in Sprache zu fassen und das Austauschen und das Dialogische dabei
Das ist eine wesentliche Bedingung bei John Dewey, dass uns Erlebnisse und Erfahrungen auch in unserer Persönlichkeit berühren. Wir haben das in der Evaluation vor 5-6 Jahren auch erhoben, ob und inwieweit Reflexionen stattfinden. Und da haben wir ein interessantes Doppelergebnis herausbekommen. Nämlich erstens, dass die pädagogischen Akteure das nicht explizit gerahmt haben, das Reflektieren. Das war ja genau auch der Anlass, weshalb ihr euch entschieden habt, mit Philosophieren mit Kindern solche Reflexionsphasen dann danach zu installieren. Also wir haben einerseits rausgekriegt, das wird sozusagen nicht methodisch kontrolliert gerahmt, das Reflektieren. Aber wir haben zugleich rausgekriegt, und das war sehr ermutigend, die Leute machen das trotzdem. Also wir haben ja sozusagen eine doppelte Perspektive gehabt auf die Bildungsakteure und auf die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die gekommen sind. Und auf solche Fragen oder auf solche Items. In dieser Veranstaltung hat mir am besten gefallen, über die Bedeutung der Natur nachzudenken, haben wir Antworten um die 70-80%. Also am besten gefallen, über die Natur nachzudenken. Also die machen das trotzdem und es gefällt ihnen auch. Das hat ihnen am besten gefallen. Und außerdem haben wir festgestellt, wir haben ja auch Vorher-Nachher-Untersuchungen gemacht. Vorher haben sie schon gesagt, ja, finde ich gut, darüber nachzudenken. Und danach haben sie es noch besser gefunden, dass man bei diesen Führungen über Natur nachdenken kann. Ich würde mal sagen, intuitiv haben eure Bildungsakteure dem schon Raum gegeben, aber noch nicht methodisch kontrolliert. Ganz kurz eine Doktorarbeit, die im Kontext dieser Evaluation oder im Nachgang zu dieser Evaluation Katharina Früchtenicht aus Hamburg, die hat die Bedeutung der Reflexion genauer sozusagen unter die Lupe genommen und hat hier das auch im Nationalpark Bayerischer Wald gemacht. Kann natürlich jetzt nicht die ganze Arbeit vorstellen. Im Ergebnis, in der Tat, vertiefen sich die Naturbeziehungen durch Reflexion. Also sie konnte durch qualitative Analyse feststellen, in der Tat sind die Reflexionen über die Naturerlebnisse führen zu einer Vertiefung der Naturverbundenheit. Zweites interessante Ergebnis ist, die reden nicht nur über Natur. Also die nachdenken können sie natürlich über was sie wollen. Und das waren Jugendliche, das waren also eine 10. Klasse, glaube ich, die sie untersucht hat. Die reden sowohl über ihre Naturerlebnisse und auch über naturethische Fragen. Sie reden aber auch ganz viel über Gruppendynamik und Schule und über Fragen, über die sie immer schon mal reden wollten. Also sehr viele jugendspezifische Themen wurden im Kontext dieses, das war im Wildniscamp, wo die 5 Wochen hier waren. Und was ich auch sehr interessant finde, sie fanden die Rahmung, das haben wir mit der Methode des Philosophierens mit Kindern gemacht, was ihr ja inzwischen kultiviert habt. Sie fanden die Rahmung, dass da jemand, der nicht ihr Lehrer war oder ihre Lehrerin war, gewissermaßen einen Rahmen für Reflexion zur Verfügung gestellt hat, das fanden sie sehr produktiv, dass sie gewissermaßen auch einen Anreiz hatten, etwas tiefer nachzudenken. Und das berührt jetzt die Frage, wie kann man das eigentlich machen? Ist das nicht Krampf? Gewissermaßen, jetzt sagen wir, jetzt wollen wir mal nachdenken und jetzt wird aber mal ordentlich und denkt doch mal nach gewissermaßen. Das heißt, diese Nachdenkphasen, Nachdenkgespräche bedürfen eines bestimmten pädagogischen oder man kann geradezu sagen Kommunikationsstils. Und jetzt kommst du. Und dieser Kommunikationsstil, der wird, den kann man mannigfach sicherlich erreichen, ein sehr prominenter Ansatz, der auch im Nationalpark umgesetzt wird, das ist die Methode des Philosophierens mit Kindern und Jugendlichen. So, und wir haben jetzt gehört, dass Natur unterschiedlich auf uns wirken kann, dass sie unterschiedlich bedeutsam für uns werden kann, dass sie zu etwas werden kann, wo wir nach einem langem Schweigen im Wald, nach einem Nachtspaziergang, nach einem Erlebnis, nach einer Begegnung mit einer 600 Jahre alten Tanne, wo wir einfach neu nachdenken. Und Erfahrungen machen wir alle für uns. Und pädagogisch wird es vielleicht gewendet, wenn wir eben auch systematisch anfangen, solche Erfahrungen miteinander zu teilen. Und haben wir eben gehört, dass auch Schüler, Jugendliche, Kinder, Menschen, dass sie es auch genießen, Erfahrungen zu teilen und dass es auch gerade der Raum ist, so wie Erfahrungen eine gewisse Freizügigkeit haben, auch der Austausch eine gewisse Freizügigkeit bedarf. Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen, ein vor allen Dingen im Primarbereich sehr beliebter Ansatz, der aber auch in der Erwachsenenbildung tragbar ist, um
Orte zu schaffen, wo Menschen sich austauschen. Und nun wieder hier, wir haben von Bildung gesprochen, bei Bildung geht es offensichtlich um eine Transformation, dass ich mich neu verorte, dass ich mein eigenes Verhältnis zur Natur, zu mir selbst, wie mein Selbst- und Naturverhältnis aussieht, neu denke. Und philosophieren, da kann man nun auch sagen, okay, was meint das jetzt? Meint das so das Gespräch, das willkürliche Gespräch, das Gespräch über antike Meister? Auch hier gilt zu klären, was damit gemeint ist. Was meinen wir, wenn wir im Kontext naturpädagogischer bzw. naturethischer Bildungsarbeit vom Philosophieren sprechen? Nein, wir meinen damit nicht, dass wir uns mit antiker Philosophie beschäftigen. Das kann man machen, das kann auch sehr fruchtbar sein, aber das ist nicht der Fokus. Und auch ist es keine, wenn man so will, keine theoretische, akademische Beschäftigung mit verschiedenen Konzeptionen von Natur. Auch das ist möglich, denkbar. Ja? Auch das, so kann man quasi philosophische Gespräche bereichern. Aber gerade im Kontext der naturpädagogischen Arbeit, der Bildungsarbeit im Nationalpark, da ist es der konkrete Ort vielleicht auch, ja? Wo vielleicht angeregt durch die Diskussion über Totholz, über Urwaldreliktarten Fragen gestellt werden. Und diese Fragen kommen. Gemeinsamer Austausch, gemeinsames Nachdenken über die Fragen grundlegend, was ist Natur? Was bedeutet genau Natur und insbesondere für mich? Und was meint dieser Slogan Natur, Natur sein lassen? Was macht Naturräume und Naturobjekte schützenswert? Wenn man mit Erwachsenen, Jugendlichen im Kontext der Bildungsarbeit im Nationalpark ist, hat man mannigfach diese Möglichkeiten, über solche Fragen ins Gespräch zu kommen und den Austausch auch zu fördern. Und dafür steht dieser Ansatz des Philosophierens mit Kindern und Jugendlichen, das ist durchaus eine Moderationstechnik oder ein Moderationsstil, der, wenn man eben oft praktiziert, und dazu führt, dass man selber, gerade als vielleicht Wissensvermittler, als die Person, die viel Kenntnis hat und dort Novizen durch den Wald führt, auch lernt, diese Räume zu schaffen. Denn das ist für Experten, für Expertinnen nicht unbedingt selbstverständlich. Das Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen hat im Kern, wenn man so will, auch einen demokratieförderlichen Ansatz. Und das ist wieder so eine Art Metarahmen, wo man sagen kann, das ist nicht aber nur eine Methode, um das Subjektive, Individuelle in dem Raum zu geben, sondern ist auch zugleich ein Stil, der vielleicht auch in Zeiten von polarisierenden Diskussionen uns dazu bringt, dass wir lernen, uns auszutauschen, zuzuhören, begründete Urteile zu fällen und auch die Perspektiven anderer einzunehmen. Und insofern ist es einfach nicht nur eine Methode, es ist der Begriff des Kommunikationsstils, der gefällt mir dann noch besser und vielleicht noch mehr noch auch eine Idee zu sagen, wie können Menschen sich zusammentun, um über die großen Fragen, die persönlichen Fragen dort ins Gespräch zu kommen. Historisch 60er, 70er Jahren in Amerika stark geworden durch den Philosophy with Children Approach, wo Personen wie Garrett Matthews oder Lippmann auch die Idee hatten, wir müssen Schulkultur, Bildungskultur insgesamt ändern, um Menschen stark zu machen. Junge Menschen die Chance zu geben, dass sie ihre Erfahrungen machen können, dass sie sie teilen können und dass sie eben Raum dafür bekommen. Raum zu reden, Raum sich auszutauschen und auch über das sich auszutauschen, was ihnen in den Sinn kommt, was ihnen in der Situation wichtig ist. Kerstin Michalik in Deutschland, eine führende Kinderphilosophin als Sachunterrichtsdidaktikerin, beschreibt das so sehr schön, das Philosophieren mit Kindern lässt sich kurz und knapp definieren als ein pädagogischer und methodischer Ansatz, der darauf abzielt, selbsttätiges Denken im Austausch mit anderen zu fördern und Nachdenklichkeit als Haltung, reflexive Kompetenzen sowie Gesprächskultur zu fördern. Und wenn man das beides so für sich vor Augen führt, so als eine Zielorientierung pädagogischen Arbeitens, also wie schaffe ich denn so etwas zu kultivieren, dass Menschen sich Interesse haben zu erzählen, wie sie etwas erfunden haben, dass sie nachfragen und wie bekomme ich eben als Bildungsakteur eine Haltung bekommen, dass man sich eingeladen fühlt, darüber zu berichten, was man erlebt hat, erfahren hat, welche Ängste und Sorgen man hat, vielleicht auch gerade bei den großen Themen Nachhaltigkeit, Biodiversität etc. Die Ausrichtung ist, es ist der Lernende, die Person, die dort quasi sich beschäftigt mit den Inhalten der Bildungsarbeit, deren Interessen stehen im Mittelpunkt und sie selber auch orientieren, welche Richtung das Gespräch geht, dass sie selber auch bestimmen, welche Fragen die relevanten Fragen sind, nicht unbedingt die von den Lehrenden, sondern von den Bildungsakteuren, sondern die vielleicht auch dort eben Erfahrung gesammelt haben und diese mit hineinbringen und dass die Teilnehmenden solcher Diskussionen auch mit Entscheidungen treffen, welche Inhalte in der Diskussion hervorgehoben werden sollen. Und das ist so ein bisschen das, was eine Herausforderung ist, also gerade wenn wir
Also ne, ich habe vorhin diesen Nürnberger Trichter reingeholt. Jeder würde sagen, nein, das glaube ich nicht. Das ist nicht mein Verständnis von Lernen. Aber beobachten Sie Unterricht, beobachten Sie, wie oft pädagogische Arbeit stattfindet, dass dann doch einer jemand ist, einer, die oder der dann doch etwas erzählen will und Wissen vermitteln will. Und dafür braucht es einfach auch, wenn man so will, gegenläufige Strukturen, Strukturen, die eher auch neben der Erzählung, der Wissensvermittlung, auch die Reflexion, die Diskussion dem Raum geben. Wir haben es auch im Nationalpark mit vielen offenen Fragen zu tun. Wir haben es auch mit strittigen Punkten zu tun und vielleicht, also da mag es den einen geben, der sagt, das ist mir zu wenig an ökologischen Inhalten, was hier vermittelt wird. Die andere, die sagt, ich habe hier zu wenig Zeit für mich selber gehabt. Es wird darüber gestritten, wie man vielleicht umgeht mit den Borkenkäfern in den Randgebieten. Und wir haben da viele, viele strittige Punkte. Und wir haben vielleicht auch in den Beiträgen von Diskussionsteilnehmern manchmal den Moment, wo man als Moderator das Gefühl hat, das ist mir jetzt vielleicht zu spirituell oder das ist mir jetzt zu rational und zu vielleicht instrumentell. Und deswegen ist das auch eine Anforderung, ein Anspruch an Bildungsakteure, wenn sie diesen methodischen Ansatz durchführen, dass sie lernen, sich zurückzuhalten und noch Ambivalenzen auszuhalten. Was wir wollen oder wo wir glauben, was das ist die einzige Möglichkeit ist. Also wir können Naturbewusstsein eben nicht, wir können es nicht verordnen. Ja? Wir können nicht umweltförderliche Einstellungen können wir nicht diktieren. Wir brauchen den Raum, wo Menschen nachdenken, Erfahrungen austauschen und von sich aus oder aus sich heraus auch ein Bewusstsein für Natur entwickeln. Und das ist im Grunde das Ziel, was in diesem Ansatz auch steht, zu sagen, Raum zu geben, dass Erfahrungen vielleicht auch dazu führen, dass Menschen bewusster mit Natur umgehen. Das ist ja eine gewissermaßen wesentliche Legitimation für die Bildungsarbeit in den Nationalparken. Das ist ja kein Urlaubsangebot, die Bildungsarbeit im Nationalpark, sondern damit ist der Anspruch verbunden, und das kann man auch in allen Präambeln stehen, also die Menschen sollen umweltbewusster und naturbewusster werden. Und möglicherweise können die Nationalparke und die Bildungsarbeit dazu beitragen. Und die Herausforderung, das war dein letzter Satz, man kann das aber nicht verordnen. Also auch das können die nur freiwillig machen. Diese Unverfügbarkeit gilt dann nicht nur für Erfahrung, sie gilt nicht nur für Bildung, sondern sie gilt auch für die Änderung von Einstellungen und von politischem und naturpolitischem Bewusstsein. Das wird sehr häufig von der Bildungsarbeit gewissermaßen verlangt. Bei dem allseits geforderten Bewusstseinswandel im Hinblick auf Natur, im Hinblick auf Biodiversität, im Hinblick auf Nachhaltigkeit spielen Bildungsprozesse eine zentrale Rolle. Es wird in der Agenda 21 und auch in den SDGs, die jetzt noch ein bisschen moderner sind, Bildung als die wesentliche Voraussetzung, und ich zitiere jetzt aus der Agenda 21, für die Herbeiführung des nötigen Bewusstseinswandels angesehen. Also Herbeiführung klingt schon auch ein bisschen, als ob man es sozusagen doch zwar nicht erzwingen kann, aber doch sehr begünstigen kann. Bildung ist wichtig, wieder Zitat, für die Schaffung eines ökologischen und ethischen Bewusstseins sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind. Das wird dann schon auch sehr zielorientiert formuliert, und ich würde schon auch sehen, oder wir sehen beide, dass man schon auch berücksichtigen muss, wie beschränkt oder zumindest wie kleinschrittig die Möglichkeit tiefgreifender Bildungsprozesse in dieser Hinsicht sind. Dieser besagte Bewusstseinswandel ist zumindest ein sehr kompliziertes Geschehen. Also um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, trotzdem bleibt die zentrale Rolle von Bildung in diesem Kontext natürlich bestehen. Nur wie kann die aussehen? Jedenfalls, es ist schon auf der Folie, ist auch im Bildungsplan genau das vorgesehen, des Nationalparks Bayerischer Wald regt zu einem Nachdenken über eine nachhaltige Entwicklung an. Das ist schon sehr vorsichtig formuliert. Jedenfalls ist diese normative Zielrichtung, die eine Anbahnung von Natur- und Umweltbewusstsein da natürlich auch vorgesehen. Ich zitiere es ein bisschen ausführlicher. Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gehört zu den ambitioniertesten Politik- und Bildungskonzepten der heutigen Zeit.
Die Umweltbildung des Nationalparks Bayerischer Wald nimmt dabei wahr, wie herausfordernd die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung gesamtgesellschaftlich ist. Vor diesem Hintergrund werden neben der ökologischen auch die ökonomischen, sozialen und kulturellen Dimensionen des Nachhaltigkeitskonzepts berücksichtigt. Da konnten wir, das will ich auch gewissermaßen zugeben an dieser Stelle, bei der Evaluation feststellen, also da ist noch Entwicklungsarbeit möglich, also wie diese anspruchsvollen Ziele von Bildung für nachhaltige Entwicklung möglich ist. Und es ist jetzt im neuen Nationalparkplan für die Bildung in sehr angemessener Bescheidenheit, um das mal aus meiner Sicht zu formulieren, sehr angemessener Bescheidenheit formuliert. Welche Bedeutung haben dabei nun Naturerfahrungen, die ja gewissermaßen die Grundlage der Bildungsarbeit, so haben wir ja unseren Vortrag aufgebaut, welche Bedeutung haben dabei die Naturerfahrungen? Häufig wird nämlich in der Tat mit Naturerfahrungen die Hoffnung verbunden, dass Naturerfahrungen das Natur- und Umweltbewusstsein positiv beeinflussen. Insofern haben dann Naturerfahrungen in diesem Zusammenhang die Funktion, die Menschen in ihren Einstellungen gegenüber der Natur und auch zu anderen Menschen zu beeinflussen. Ich hatte ja am Anfang schon Kant zitiert, dieses Zitat führe ich jetzt nochmal weiter. Also der hat es ja gesagt, also man kriegt eine gute Seele durch eine Versenkung in Natur. Und ich zitiere ihn jetzt weiter. Also es ist die These, dass wenn dieses Interesse habituell ist, das Interesse an der Natur, es wenigstens eine dem moralischen Gefühl günstige Gemütsstimmung anzeige, wenn es sich mit der Beschauung der Natur gerne verbindet. Also es werden sozusagen moralische Gefühle durch Naturversenkung angetriggert. Natürlich hat Kant noch nicht empirisch geforscht, aber er hat Mutmaßungen angestellt, wie das eigentlich geschehen kann. Und er sagte, wenn der Mensch sich, wieder Zitat, umgeben von einer schönen Natur in einem ruhigen, heiteren Genusse seines Daseins befindet, dann kann vermutet, da hat man das Bedürfnis, irgendjemandem dafür dankbar zu sein. Und diese Dankbarkeit ist dann nicht nur religiös motiviert oder hat nicht nur religiöse Ziele, sondern kann auch in moralische Motivation transformiert werden. Ist das jetzt ein frommer Wunsch, dass wenn wir die Menschen in die Natur schicken, dass sie als Umweltaktivisten wieder rauskommen, um das mal etwas technisch zu formulieren, oder lässt sich das auch durch pädagogische Erfahrung oder gar durch empirische Forschung belegen? Und das ist so. Viele empirische Studien belegen nun in der Tat eine Korrelation von positiven Naturerlebnissen, übrigens vor allem in der Kindheit, darauf komme ich nochmal zurück, und umweltschädlichen Einstellungen. Wobei durchaus noch angemerkt werden soll, wobei dieser Zusammenhang nicht so eindeutig belegbar ist oder zutrifft, wenn es sich um pädagogisch initiierte Naturerfahrungen handelt. Also vor allem die Naturerfahrung in der Kindheit, wenn man rausgeht und in den Wald und auf die Straße gehen kann und Naturerfahrung machen kann, da ist die Korrelation am höchsten. Das ist eine Herausforderung für pädagogisch initiierte Naturerfahrungen, hat wieder was mit dem Kommunikationsstil zu tun. Es sind also die selbstgewählten, freizügige Naturerfahrungen, die, wenn man so will, beiläufig in Richtung umweltpfleglicher Einstellungen und Handlungsbereitschaften gehen. Ich will jetzt die ganzen Studien nicht darstellen, also das häuft sich immer mehr, dass in der Tat Naturerfahrungen etwas mit Natur- und Umweltbewusstsein zu tun haben. Die Untersuchung der sogenannten Significant Life Experiences, doppelt ist Plural, zeigen, dass dieser Zusammenhang insofern besteht, dass Menschen, die als Kinder positive Naturerfahrungen gemacht haben, in ihrem Erwachsenenleben diese Verhaltensbereitschaften und Einstellungen viel ausgeprägter haben und auch eher im Naturschutz aktiv sind. Überhaupt ist der Befund relativ häufig reproduziert worden, dass es vor allem die Naturerfahrungen in der Kindheit sind, die diesen Bezug zu Natur- und Umweltbewusstsein haben. Das ist insofern interessant, dass das auch auf die Effekte für die Gesundheit zutrifft. Also wer als Kind oder vielleicht sagen wir mal auch noch Jugendlicher solche Erfahrungen machen konnte, kann diese Naturerfahrungen, wenn man so will, ein Leben lang als Ressource nutzen. Und zwar sowohl als Ressource für Gesundheit, als auch als Ressource für sein Umweltbewusstsein.
Es gibt übrigens auch einige Untersuchungen im Bayerischen Wald. Bogner hat da schon vor 20 Jahren einige Untersuchungen gemacht. Der Aufenthalt in der Natur verlangt gewissermaßen nach Wiederholung. Also in dem Bewusstsein der Teilnehmer, es tritt sozusagen kein Sättigungseffekt ein. Überhaupt scheinen die längeren, kompakten Angebote wirksamer zu sein als viele kürzere Angebote. Das soll jetzt erstmal reichen, weil ich kann ja jetzt hier nicht 50 Befunde vorstellen, aber die Daten häufen sich, dass Naturerfahrung in der Tat etwas mit Naturbewusstsein zu tun hat. Wir haben ja heute Nachmittag schon eine Wanderung gemacht und da sind wir auch durchs Wildniscamp gekommen und da Arne Dittmar hat mir das ein bisschen erklärt mit den Länderhütten und da gibt es auch eine Thoreau-Hütte, das wusste ich noch gar nicht. Deshalb zitiere ich oder jetzt erwähne ich auch Thoreau, der hat das nämlich ganz empathisch und zugespitzt formuliert, wie sehr Naturerfahrung etwas mit unserer Beziehung zur Natur zu tun hat. Er hat nämlich gesagt, dass in der Natur, genauer in Wilderness, die Rettung der Welt angelegt sei. Also wir brauchen die Naturerfahrung, um die Natur schützen zu können. Allerdings ist das bei unserer Argumentation, dass Naturerfahrungen gut sind für die Bildungsarbeit, nicht der zentrale Punkt. Ich würde sogar sagen, fast im Gegenteil. Unsere Argumentation zielt eher darauf ab, dass Naturerfahrungen Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen in vielen Hinsicht gut tun, dass sie geradezu hier Glücksmomente erleben können. Und es kommt uns nicht darauf an, durch die Naturerfahrung die Menschen moralisieren zu wollen. Außerdem ist es die Frage, ob diese moralisierende Funktion überhaupt zielgerichtet angesteuert werden darf. Spricht viel dafür, dass die Wertschätzung von Natur eher das Ergebnis von beiläufigen, gelungenen Erlebnissen in der Natur ist, unabhängig von deren umweltpädagogischen Intentionen. Die Wertschätzung von Natur oder die Erhöhung der Wertschätzung von Natur wäre dann ein geradezu unbeabsichtigter Nebeneffekt von Naturerlebnissen. Es ist nämlich der Freiraum, oder es bleibt der Freiraum, wir haben ja da schon oft drüber gesprochen, und die eigene Aktivität, die die Natur attraktiv macht. Deshalb ist im Blick zu behalten, dass und inwiefern Naturerlebnisse einfach nur gute Erlebnisse sind, die freilich auch eine Wirkung auf unsere Naturbeziehungen haben können. Und mit diesem Dilemma komme ich zum Schluss, dass wir einerseits doch klar alle sagen und bekennen können, dass es wichtig ist, dass wir gezielt uns bemühen, dass Kinder, Jugendliche, Menschen ein Bewusstsein für Natur, ein Umweltbewusstsein entwickeln, dass wir durch unsere pädagogische Arbeit, dass wir dort umweltverträgliche Einstellungen fördern. Es ist, glaube ich, ungefragt, dass wir auch im Sinne von einer Nachhaltigkeitsbildung dort nicht, wenn man so will, nichts tun können. Wir müssen das tun. Und das ist ja auch die Idee von pädagogischer Arbeit, dass wir dort zielorientiert gestalten und mit Menschen zusammenarbeiten, um sie zu fördern. Und dass wir aber eben vor dem Dilemma stehen, dass die Freizügigkeit und die, wenn man so will, die Nichtdiktierbarkeit von Erfahrungen dem gegenüberstehen, das betrifft jetzt nicht nur den Punkt der, oder betrifft nicht nur die naturpädagogische Bildungsarbeit, sondern Helmut Polkert beschreibt das als das pädagogische Paradox. Das betrifft viele, wenn man so will, Dimensionen von Bildungsarbeit. Und er fasst es ganz groß auf zu sagen, naja, also ich habe vorhin gesagt, es geht in unseren demokratisch verfassten Gesellschaften darum, dass wir mündige Bürger erziehen. Und dies tun wir, also wir fördern Autonomie in heteronomen Strukturen. Ja? Und dass man als Bildner, als Bildungsakteur, als jemand, der mit jungen Menschen, mit erwachsenen Menschen arbeitet, um sie quasi zu fördern, um sie stark zu machen, um sie im Kontext des Nationalparks an Natur heranzuführen, ihnen Natur zu vermitteln, dass wir das in Spannungen, quasi in gewissen Widersprüchen tun, das wird dann von Werner Helsbar als die Antinomien pädagogischen Handelns beschrieben. Man so will, Widersprüche, Spannungsverhältnisse, in denen wir uns bewegen. Und deswegen enden wir jetzt mit drei naturpädagogischen Antinomien, die nochmal zusammenfassen, vor welcher Herausforderung wir stehen, wenn wir, wie hier im Nationalpark, naturbezogene Bildungsarbeit machen. Wir haben einmal
Die Situation, die Natur ist zugleich Lernort, ist der Ort, an dem wir etwas über ökologische, biologische, über Organismen erfahren, wo wir quasi zugewandt sind dem Inhalt gegenüber, und sie ist zugleich Kulisse der Selbst- und Weltbegegnung, wo ich mich mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Verhältnis zur Natur beschäftige und wo vielleicht bei der Wanderung und wo einem erklärt wird etwas über die Flora und Fauna, wo ich vielleicht darüber denke, was ist das gute Leben, wie will ich eigentlich weitermachen, wo vielleicht, oder wo man sich gut fühlt, ja, wo die Natur zu einer Kulisse wird für das eigene Erleben. Und dieses Kulissenargument kann man ja negativ deuten als eine Abwertung des Ökologischen, aber nein, sie ist der Moment, wo der Bezug zur Natur aufgewertet wird. Und wenn man so will, in dieser Gleichzeitigkeit, wie Natur als Ort wirken kann, dass uns das als Naturpädagogen und Naturpädagoginnen bewusst ist. Natur ist Objekt naturwissenschaftlicher Betrachtungen, wie hier in der Forschung des Nationalparks, und zugleich subjektiver Resonanzraum. Also auch die Person, die sich mit seltenen Urwaldreliktarten beschäftigt, wird vielleicht die Ästhetik der Insekten oder die Ästhetik des Ortes wahrnehmen. Und das ist quasi etwas, was oszilliert, was gleichzeitig stattfindet. Und die dritte naturpädagogische Antinomie unterstreicht nochmal, dass wir didaktisch inszenieren und zugleich Freiraum ermöglichen. Wir gestalten und müssen Raum geben. Um es dann abschließend, wenn man so will, also von Pädagogen, Didaktikern wird gerne gefragt, was sind die Praxisempfehlungen? Erstmal ist eine Arbeit an der Haltung, mit welcher Haltung ich an Jugendliche, an Menschen, die sich für den Nationalpark interessieren, herantreten, und eben auch an der Haltung an einem selber, wie ich mich selber auch sehe, als jemand, der vielleicht viel weiß, der viel Expertenwissen hat. So sind es vielleicht auf der einen Seite, dass man sich natürlich informiert, dass man, wenn man hier Waldführer wird, dass man auch viel wissen muss über die Organismen, die überleben, über die ökologischen Zusammenhänge, dass man aber vor allen Dingen auch sich üben muss, sich trainieren muss, in den kommunikativen, sozialen und auch empathischen Fähigkeiten mit Menschen zu interagieren. Eine gewisse Demut oder Zurückhaltung, ja, im Gegensatz zu der eher traditionellen Expertenrolle zu erzählen, was auch ein wichtiger Moment ist, aber auch die Zurückhaltung zu üben und zu gucken, was die Besucher, die Schülerinnen, die Jugendlichen erzählen. Dass man Stile findet, zum Nachdenken anzuregen, nachzufragen, die Zwischentöne rauszuhören und auch dem vermeintlich Unbedeutsamen Raum zu geben. Und dass man vor Augen haben muss, dass ein Gespräch, eine Reflexion von Erfahrungen immer auch ein gewisses Setting braucht. Ja, dass es quasi ein Ort braucht, in dem man in gewisser Weise respektvoll und miteinander umgeht und eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft. Und zu guter Letzt die Offenheit gegenüber der Diversität der Erfahrungen und Vorstellungen, auch gerade bei polarisierenden Themen, ja, wo vielleicht auch viele kommen und sagen, dass vielleicht bestimmte Aktivitäten des Nationalparks nicht okay sind oder wo wir verschiedene Meinungen haben zum Umgang mit Totholz, zum Umgang mit der Borkenkäferbekämpfung. Und das muss auch Bestandteil der Bildungsarbeit sein. Und da haben wir wieder den großen politischen Rahmen in Zeiten von Polarisierungen und Radikalisierungen, dass man diesen Ort, den konkreten Ort dafür nutzt, hier auch, wenn man so will, eine Offenheit zu entwickeln und ins Gespräch zu kommen. Damit enden wir diesen Vortrag. Und auch wenn wir Sie alle nicht gesehen haben, uns dankbar sind, dass wir ein paar im Raum sind, danken wir Ihnen. Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, lieber Arne, lieber Ulrich, herzlichen Dank für euren spannenden und ausführlichen und fundierten Vortrag. Ich habe in der Zwischenzeit die Information von meinem Kollegen, vom Gregor Wolf, bekommen. Wir hatten also dauerhaft 60 bis 70 Zuschauer bei eurem Vortrag, bei eurem virtuellen Vortrag. Und der Gregor hat mir auch die Info gegeben, also es können gerne noch Fragen gestellt werden. Nutzt ihr die Kommentarfunktion auf Facebook, um mit unseren beiden Referenten, mit Arne Dittmar und Ulrich Gebhardt, zu diskutieren, da Fragen loszuwerden. Wir haben zwar bisher noch keine Fragen bekommen, aber ein paar schöne Kommentare, inspiriert von dem, was ihr beiden dort erzählt habt. So, und die würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen in der Zwischenzeit. Annette Dorn schreibt: Ich finde es ganz großartig und hoffe, man kann das Video auch nachträglich noch ansehen. Da hat mir der Gregor Wolf auch die Info gegeben, jawohl. Ich glaube, das ist wichtig, das wird mehrere interessieren. Das Video kann man später auch noch anschauen auf der Nationalpark-Facebook-Seite.
Dann haben wir hier Grüße, auch keine Frage, aber Grüße bekommen. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, aus Venezuela von Pedro Molina. Und er schreibt, bin stolz zu wissen, Ulrich, du hast eben das Wildniscamp und die Länderhütten auch erwähnt, Bildungseinrichtung vom Nationalpark. Da steht ja eine Hütte auch aus Venezuela, die Cabaña. Und Pedro aus Venezuela schreibt, bin stolz zu wissen, dass mein Land und meine Beteiligung am Bau der Venezuela-Hütte im Wildniscamp in diesem wunderschönen Park ein Sandkorn in der dortigen Umweltbildung ist. Und dann haben wir hier noch einen letzten Gruß, auffallend auch ein internationaler Gruß, ein KP Pandey grüßt, er hat das Video aus Nepal verfolgt. Okay, also wie gesagt, gerne noch Fragen stellen und die Gelegenheit nutzen, solange die beiden Referenten noch da sind. In der Zwischenzeit, solange noch keine Fragen sind, vielleicht können wir uns noch ein bisschen unterhalten oder ich noch, dann würde ich noch die ein oder andere Frage stellen. Du hattest eben erwähnt, Ulrich, auch unser Vorgehen in der Bildungsarbeit zum Thema nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hast vorgelesen, wie wir jetzt unsere Ziele im aktuellen Nationalpark Bildungsplan formuliert haben und wie wir das die Ergebnisse aus der Evaluation. Und das ist für mich insofern ein ganz spannender Aspekt. Ich hatte jetzt letzte Woche, glaube ich, auch einen virtuellen oder ne, so einen Online-Vortrag, Online-Diskussion mit Studenten aus Eberswalde, Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die sich speziell mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auch beschäftigt haben und wissen wollten, wie macht ihr das im Nationalpark, wie setzt ihr das um und wie sind eure Erfahrungen damit. Und ich war da, ne, habe das ganz offen geschildert, welche Ergebnisse wir da bei der Evaluierung hatten und wie sehr uns das auch irritiert hat. Und zwar im positiven Sinne, so wie ihr das gerade auch geschildert habt, als Bildungsansatz von John Dewey, dass wir mit diesen Ergebnissen auch erstmal, dass wir da auch erstmal dran zu knabbern hatten und unser Selbstverständnis dahinter fragen mussten. Und auch mit dem, wie wir das jetzt versuchen umzusetzen, mit dem neuen Ansatz Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen. Und was mir daran total gut gefallen hat, für mich eine positive Erfahrung war, sind einfach ganz positive Rückmeldungen von dieser Studentengruppe, die gesagt hat, sie haben noch nie, also es war jetzt der erste, so ehrlicher und offener Ansatz oder Schilderung aus der Erfahrung zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das von einer Studentengruppe, die ja eigentlich die ihren Fokus quasi auf diesem Thema auch hat, nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, fand ich insofern total positiv oder einfach eine Bestärkung von dem Prozess, den wir gemeinsam mit euch durchgemacht haben. Ja, das war ein interessanter Punkt bei der Evaluation vor 5-6 Jahren. Das war ja eine der Fragestellungen, ob und in welcher Weise BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, stattfindet. Und dann musste man ja feststellen, anhand der Evaluation, das findet gar nicht richtig statt. Das steht nur im Bildungsplan, aber das Wort Nachhaltigkeit kommt relativ selten vor. Und da weiß ich noch, dass wir alle irritiert waren, inklusive, also das ist doch die Hauptberechtigung der Bildungsarbeit und überhaupt des Nationalparks. Kann man das überhaupt an die Öffentlichkeit geben oder wie auch immer? Und das war dann durchaus nicht nur positiv, habe ich in Erinnerung, sondern also diese Irritation hatte auch negative Momente, also Negativität ist übrigens auch ein Begriff der jüdischen Erfahrungstheorie, dass diese Negativität auch darin besteht, dass Erwartungen nicht erfüllt werden, die man eigentlich hatte. Und das kann dann, wenn es gut läuft, produktiv gewendet werden. Und ich würde mal sagen, hier ist das gut gelaufen. Also nach den ersten Schreck, das waren natürlich nicht nur Sekunden, Momenten, war der Gedanke daran, dass die Waldführer das intuitiv richtig gemacht haben. Also diese Führung und dieses Erleben im Wald sozusagen im Sinne eines guten Lebens wirken zu lassen und auch offenbar wurde auch nachgedacht und das nicht genutzt haben, im Sinne von Nachhaltigkeit zu indoktrinieren. Also wir haben dann irgendwann positive Interpretationen gefunden und dieses nicht indoktrinieren wollen, sondern in Anführungsstrichen nur zu Nachdenklichkeit anregen. Das ist ja auch der Titel unseres heutigen Vortrags. Dass das zwar sehr bescheiden ist, aber weniger ist mehr und das wirkt möglicherweise mittelfristig besser. Und schön, dass die Kommilitonen in Eberswalde, dass denen das so imponiert hat, das gefällt mir.
Also die Rückmeldung, die ich jetzt von dieser Gruppe auch bekommen habe, war, dass, also das ist gerade im Bereich nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, diese beiden Linien ja noch besonders stark auseinandergehen. Ne? Die Möglichkeiten, die man mit Bildung tatsächlich hat, wie ihr das auch geschildert habt in eurem Vortrag, und die Erwartungen, die Ziele, die politisch im Rahmen nachhaltiger Entwicklung gesteckt werden, SDGs. Also das sind ja maximale Ziele, die da formuliert werden. Ich will nicht sagen, dass die nicht vernünftig sind, aber die sind extrem ambitioniert, so wie du das gerade vorgeschlagen hast. Und da gehen einfach, also die Möglichkeiten, die wir haben und das, was erreicht werden sollte, das geht extrem stark auseinander. Und ich glaube einfach, und das, was bei uns wertvoll war, auch durch eure Evaluierung, dass wir einfach gezwungen waren, uns damit zu beschäftigen, dass wir uns nicht mehr nur also an diesen toll formulierten und wichtigen, ambitionierten Zielen irgendwo festhalten konnten, sondern dass man auch einfach damit konfrontiert war, was hat man denn tatsächlich auch für Möglichkeiten und Chancen im Rahmen der Bildungsarbeit. Ich glaube, das ist vielen anderen Bildungsinstitutionen, nicht nur Nationalparken, also alle, die Bildung für nachhaltige Entwicklung betreiben, dass die wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen machen würden, wenn man das ähnlich evaluieren würde, wie ihr das bei uns getan habt. Aber vielleicht geben es nicht alle zu, so wie ihr. So wie wir, ganz genau, da bilden wir auch keine Ausnahmen. Ja. In der Zwischenzeit zwar auch keine Frage, aber es ist auch wieder jemand zu einem Kommentar inspiriert worden. Thomas Schwendt schreibt, Dreh- und Angelpunkt für mich ist immer wieder die empathische Fähigkeit des Durchführenden. Schön, dass das am Ende nochmal so betont wurde. Entschuldigung. Schön erfreuter Versprecher. Ja. Ja, also ich glaube, mein Stammmetier ist ja die Lehrerbildung und wir als Didaktiker im Bereich der Biologie sind wir auch viel im außerschulischen Bereich und tätig und da ist es, glaube ich, die größte Herausforderung der Person, die dort als sich ja Ziel gesetzt haben, pädagogisch wirksam zu werden und im Kontext biologischer Bildung irgendwie auch nicht etwas zu vermitteln. Nicht nur Wissen, auch Fähigkeiten, Kompetenzen. Diese Person auch nicht nur auf die Aufmerksamkeit nicht nur auf den Gegenstand zu richten, sondern auch wirklich auf die Lernenden. Und das, glaube ich, ist weiterhin eine große Herausforderung. Also wir würden es dann bezeichnen als eine subjektorientierte Didaktik. Und das ist so ein geflügeltes Wort, was meint wirklich interessiert zu sein, was diese Person, die da vor mir sitzt, denkt, fühlt, für Erfahrungen hat. Und das ist nicht trivial. Wenn jetzt keine weitere Frage mehr kommt, ich hätte noch eine letzte Frage zum Schluss. Da müsste ich nur überlegen, wie ich sie am besten auf den Punkt bringe. Das ist etwas, was mich persönlich auch beschäftigt, wo ich das Gefühl habe, dass ich oder dass wir in unserer Bildungsarbeit auch damit konfrontiert sind. Das knüpft so ein bisschen an, Ulrich, was du ganz am Anfang auch gesagt hast. Du hast die Naturbewusstseinsstudien zitiert, die Ergebnisse Natur vor allem als eine Metapher für gutes Leben. Wo die bedrohlichen Aspekte von Natur auch meistens ausgeblendet werden. Und mein persönlicher Eindruck, meine Erfahrung auch so aus unserem Arbeitsalltag ist einfach, dass es tatsächlich auch so eine Tendenz gibt zu einer starken Idealisierung von Natur. Ne? Natur ist das Gute. Und ich finde, das hat sich jetzt auch nochmal durch diese Pandemie seit einem Jahr und nochmal, ist aus meiner Sicht, meiner Wahrnehmung nochmal verstärkt worden. Also man findet keine Rede von Politikern, wo nicht nur gefordert wird, wir müssen uns mehr der Natur zuwenden. Wir haben uns entweder zu weit entfernt von der Natur oder wir sind ihr zu nahe gekommen. Wir müssen wieder mehr von der Natur lernen. Und ich kämpfe so ein bisschen oder hadere auch so ein bisschen damit, wie man mit dieser Idealisierung und Überhöhung von Natur irgendwie umgehen kann. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, das ist was, also wenn wir versuchen, die Leute für die Natur zu begeistern, das ist ja eh jeder von der Natur begeistert. Heutzutage kann man sich eigentlich nicht mehr erlauben, von der Natur nicht begeistert zu sein und irgendwie nicht positiv von der Natur halt eben auch zu denken. Ich finde das herausfordernd irgendwie in unserer Arbeit. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt oder welche Gedanken ihr dazu habt. Also diese Kritik an der Idealisierung oder Romantisierung von Natur, die wird ja öffentlich auch vorgebracht. Also als Kritik an den Naturbewusstseinsstudien, dass diese Ergebnisse alle gewissermaßen verzerrt sind im Sinne von sozialer Erwünschtheit. Und natürlich ist diese Kritik sehr ernst zu nehmen, also an der Idealisierung und Romantisierung von Natur, dass das sozusagen nur erwünschte Antworten sind
Und eigentlich beuten ja alle Menschen die Natur aus, gerade in den reichen Industrienationen. Ein weiterer Punkt, der sehr ernst zu nehmen ist, also dieser Naturalismus und diese Naturidealisierung führt ja auch häufig dazu, dass man aus der Natur ablesen kann, was gut und böse ist. Also dass man aus der Natur sozusagen moralische Urteile ableiten kann. Und das ist natürlich, gerade in Deutschland, hat das ja eine ganz katastrophale Tradition. Und insofern ist diese Kritik sehr ernst zu nehmen. Aber man kann mit dieser Kritik, deshalb habe ich die auch ausgelassen bei meinen Ausführungen, man kann mit dieser Kritik auch das Kind mit dem Bade ausschütten. Denn unzweifelhaft ist es so, dass Naturerlebnisse, dass Naturkontakte etwas mit dem guten Leben zu tun haben. Also der Martin Seel, auf den wir heute auch nicht eingegangen sind, denn der bekannte Philosoph, der über Naturästhetik nachgedacht hat, der geht sogar so weit, dass Naturerfahrung, ästhetische Naturerfahrung sozusagen ein existenzielles Bedürfnis des Menschen sind und dass es geradezu ein Menschenrecht ist, das zu realisieren. Außerdem sind solche guten Naturerfahrungen sicherlich auch ein Moment für die Motivation zur Bewahrung von Natur. Also diese Kritik ist sehr ernst zu nehmen, aber gerade bei der Bildungsarbeit in so solchen tollen Landschaften wie hier im Nationalpark darf auf diese positiven Momente oder auf diese berührenden, die sind ja gar nicht nur positiv, auf diese berührenden Momente von Naturerfahrung nicht verzichten. Und die Befunde, was es mit Wohlbefinden und Gesundheit gibt, die sind inzwischen kaum noch diskutierbar. Also man weiß, dass die Konzentration und das Wohlbefinden und der Blutdruck und was habe ich ja alles vorhin dargestellt, dadurch positiv beeinflusst werden. Die würde ich jetzt nicht nur durch Ideologiekritik sozusagen wieder ausschlagen wollen. Aber die Kritik ist ernst zu nehmen und ich habe sie vorhin auch aus Zeitgründen nicht erwähnt. Ja, das Problem ist ja auch das Schwelgen in einer Naturüberhöhung, ohne eben zu fragen, was genau damit gemeint ist. Und ich glaube, das ist ja der Ansatz. Mhm. Wir geben da keine Richtung vor, sondern wir sagen, Natur regt uns an und sie hat ein wahnsinnig positives Image. Und sie ist manchmal die gute Seite gegenüber der bösen Biotechnologie oder der Industrialisierung. Und ich glaube, dass immer dann, wenn Menschen dieses Wort in so einer prominenten Aussage führen, einfach zu fragen, was genau meinst du? Und dann aber nicht als Vorwurf, sondern als gemeinsames Nachdenken, also welche Natur man da gerade eigentlich adressiert und was genau gemeint ist. Nicht? Also meine Studierenden schreiben gerne in Hausarbeiten, Natur ist nicht definierbar. Das ist falsch. Man kann Natur definieren, nur eben sehr, 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 sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Was Natur in einem bestimmten Kontext für mich bedeutet oder für mich für eine Referenz wird zu sagen, wir machen was falsch oder wir müssen was besser machen. Nicht? Und das dann zu artikulieren, dann wird das eher eine Gelegenheit, ja, das ne, zum Reflexionsanlass wiederzunehmen und zu sagen, wohin wollen wir. Okay, wenn jetzt an der Stelle keine weiteren Fragen mehr sind, dann möchte ich euch beiden, Arne Dittmar, Ulrich Gebhardt, nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr heute hier bei uns wart und euren Vortrag gehalten habt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu Hause an ihren Bildschirmen den Vortrag heute verfolgt haben und die uns nette Kommentare auch nochmal dazu geschickt haben. Herzlichen Dank dafür, dass Sie und dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst mal. Vielen Dank.